bei den gelben Bienen sich ab und auf bewegen, springt vom zweiten Seil auf den höchsten Punkt vom dritten Seil, wagt von da aus einen weiteren Sprung nach rechts in ein verstecktes Areal. Und damit herzlich willkommen, oder? Ja. Auch cool, hallo! Das wollte ich vorhin schon mal machen, dass du irgendwie einfach mich quasi verarschst und ich laber oder lese was vor und dann geht der Part los. Ha, super. Also, wer jetzt gerade ordentlich zugehört hat, erstmal, wer aufgepasst hat, weiß, wo wir sind, in welchem Level, ja. Dieses komisch-kryptische, wie ich es genannt habe. Mhm. Und ich habe gerade vorgelesen, wo ein Fass sein soll. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden. Da waren ja keine gelben Bienen, wo ich eben war. Und da war ja orangene. Entweder hat jemand eine Farbschwäche oder ich habe nicht aufgepasst, weil er meint halt doch das. Ja, oder noch vor dem Checkpoint, ne? Oh ja, der Satz wieder mit noch vor Checkpoint. Scheiße. Okay, wenn wir nächstes Mal sterben, gehen wir zurück, habe ich gehört. Also okay. Können wir ja wirklich gucken, so. Oh, Gaming! Naja, weil das Letzte ist einfach nur, der Fahrstufe am Ausgang führt zu einem Bonus. Also da musst du wahrscheinlich mit nach oben oder unten fahren. Wahrscheinlich nach unten. Weil unten ist ja gruseliger als nach oben fahren, deshalb wird es wahrscheinlich genau so sein. Warum ist er... Da konnte ich spoilern, so ultra delayed, da kannst du auch nichts für. Sondern vor dem Checkpoint gibt es drei Seile, ja. Bait. Oh Gott. Das ist ein Seil. Ja, noch vor dem Checkpoint, das ist wahrscheinlich schon ganz lange her. Das ist jetzt auch vor dem Checkpoint. Okay. Ein Seil? Die sind nicht gelb. Wir gehen weiter nach rechts. Niemals nach links in Jump'n'Runs. Noch vor Checkpoint gibt es drei Seile, bei denen gelbe Bienen sich ab und auf bewegen. Springt vom zweiten Seil auf den höchsten Punkt vom dritten Seil. Wagt von da aus einen weiteren Sprung nach rechts in ein verstecktes Areal. Aha. Hab ich jetzt eben nicht wirklich was gesehen, aber muss ja dann da gewesen sein. Mein gut, mir kannst du ja nicht erzählen, dass Sui oder Marcel, vor allem Sui, der war ja immer der Informationstyp, dass der alles auswendig wusste, der hat bestimmt sich auch vor den Leveln informiert oder die haben sie halt blind gespielt wie wir und informieren sich dann. Aber wenn wir merken, wir finden Level doof, dann gucken wir lieber direkt nach, wo denn das Secret ist. Ich meine, Leon hat das Spiel schon mal erzählt, ne? Wenn ihr noch nicht wusstet, es gibt das Spiel schon auf dem Kanal. Ja. Das ist ein Replay, heißt wahrscheinlich trotzdem nicht so. Ja. Ein Replay Together wäre ja auch irgendwie falsch, weil ich war nicht dabei damals. Das ist aber er hat es halt nicht 100% leider gemacht. Deshalb, jetzt quälen wir uns zusammen dadurch, weil, ja, wie sagte Miso in irgendeinem Part versehentlich mal, geteiltes Leid ist doppeltes Leid, sagte er irgendwann mal. Weise Worte. Ja, wirklich. Also Miso Quotes ist auch mein Lieblings-YouTube-Kanal, der ist on point mit sowas. Bonk. Bonkers. War eine Hornibiene, Wespe, Singer, Die. Aber das ist ja doch schon kinder creepy, though. Ja, die Stelle ist ein bisschen kacke. Vor allem kommen die Plattformen halt alle zwei Stangen nur. Beziehungsweise die eine Stange ist ein Bait. Was macht der denn? Das ist unfair für mich schon wieder. Okay, warte mal, wann habe ich jetzt gespeichert? Vor dem Checkpoint. Na gut, dann können wir das... Ja, dann können wir zumindest das, Es tut mir leid. Eine Secret nochmal versuchen. Ah, starke Game. Oh, Mann, oh. Egal, manche Sachen ändern sich nicht. Es gab damals Safe States im Let's Play, es gab jetzt Safe States im Let's Play. Aber das Ding ja, ist, das Spiel ist halt Nintendo echt ein bisschen krank. Hat uns dieses Feature gegeben, ja? Nintendo hat uns dieses Feature diesmal offiziell gegeben. Es ist nicht ZNSW. Nee, es ist Nintendo gewesen. Ihr könnt selbst, wenn ihr gegen Glass Joe kämpft in Punch-Out, könnt ihr einfach einen Checkpoint machen, wenn ihr euch unsicher fühlt, dass ihr verlieren könntet. Ich meine, Glass Joe war doch der Typ, der 99 Loses in a Row hat, right? Das kann heißt sein. Nicht Glass Joe? Wo ist eigentlich das O? Wenn ihr keine Pro-Gamer seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, Checkpoints im Kampf gegen Mike Tyson zu machen. Mist! Jo. Oh. Das ist echt interessant. Nintendo hat damals überall immer Scotchen eingebaut. Mario ist der ne, Schiedsrichter, den Punch-Out. Dann ist er, glaube ich, in einem Tennisspiel auch der Linienrichter. Mhm. Ey, Mario ist überall. Mario ist Love. Wer ist Mario? Stimmt. Wer ist das Wort? Ich mag ja Super Odyssey. Ist ein tolles Let's Play, by the way. Spiel ich gerade. Guck mal da vorbei, wenn ihr... Warte mal, das läuft schon längst oder ist je nachdem vorbei, wenn das hier... Kommt drauf an, wie lange wir noch brauchen. wie lange wir hier brauchen? Also bis wir mit dem Spiel fertig sind. So nicht parttechnisch, sondern, ne?
zeittechnisch. Ja, doch, das verstehe ich. Wenn, würde ich es vielleicht dann schon nach Alan Wake bringen. Oha, so baldig. Wenn eins fertig ist, dann muss auch raus. Aber dann müssen ja auch die nächsten produziert werden. Das heißt, ich habe hier ein Problem, da ist Zeitdruck. Ach, ich keine kann Ahnung. Nicht arbeiten. Nein, ich... Also, wenn jetzt ein halbes Jahr dauert, dann ist es halt so. Das war nicht da, aber das war gegamed, Alter. So, warte mal, hier sind drei. Ja, ja. Das war doch auch das Seil, wo unten die Banane war, oder nicht? Ne, jetzt nach oben, springen wir nach rechts halt. Da, geil, danke. Alter, wow. Das ist hier Warp Zone, Alter. Das ist so verarschend einfach. Oh. Oh, da war das O. Da war das O. Oh mein Gott. Hey, wow. Checkpoint. Na egal. Ja, das war gar nicht so bad, wenn du der Stelle spielst. Also du musst eigentlich nichts beachten. Du schaffst einfach das Spiel, ja? Und am Ende gibt es einen Fahrstuhl, der dich halt in ein Secret bringt. Okay. Ich denke, dass der Fahrstuhl nach unten fahren. Sicker Block. Also wie gesagt, wir kommen ja erstmal das N, aber vor Ausgang. Ich gehe davon aus, dass der Fahrstuhl nach unten fährt und nicht nach oben. Oh, warte mal, hier war das N, ne? Aber wir haben das O eh nicht, also geh weiter. Ach ja, stimmt, habe ich ja nicht gekriegt, das war der Witz. Der Witz war so lustig. Haha. Wann machst du eine Stunde in Overwatch 2? Wenn es rauskommt. Hast du noch keinen Zug? Oha, ist das ein Nautilus, das Leonas Kaul? Aber hast du da nicht 4 auf Missing? Ah, nee, warte mal. Ja, wobei. Das wird mir jetzt ewig vorgehalten, aber das ist okay. Oh Gott! Ja, ich hab gelernt. Ich kannte den Begriff FOMO in dieser. Die Definition ist klar, aber ich kannte den Begriff FOMO dafür nicht. Alter, ich glaube, ich hatte da wirklich so einen leichten Panikanfall. Was macht Donkey mit mir, Alter? Oh, Mr. Hilfe. Donkey, bitte nicht, Hilfe. Okay. Nein! Da ist der Fahrstuhl. Ein Troll? Ist das ein Troll? Elevator Antics. Ich glaube eher Elevator. Ist nix. Oh Gott. Ich weiß nicht. Alter. Kann nicht witzig sein. Weder spontan noch auf Knopfdruck. Also, in so was wie Quiplash klappt das manchmal, aber selbst dann verliere ich die Runde. So. Heute ist Sonntag. Oh, verdammt, ich wollte einen Couchtag machen, aber eigentlich könnte ich heute was spielen, wenn jemand noch, also wenn ein bisschen was los sein sollte. Uff. Du bist ja auch ein busy Mann. Ich streame nachher. Ah, okay. Dann spielen wir nichts, das ist gut. Aber ich will nämlich auch eigentlich nicht am PC sein. Das klingt so doof. Ich will nicht am PC sein, ich will das nicht. Ich brauch das nicht. Ich muss dich ja auch so ein bisschen davon abhalten, weil wenn du es nicht tust, dann wirst du ja mal Odyssey von mir gucken. Und nicht weiter, ja. Das, genau. Ich hab Angst. Vor allem. Alles gut. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Wir sterben zusammen, wenn wir sterben. Oh Gott, da war ein Desync, aber du bist gedodged wie ein Gott. Ja, easy. Hast du dich jetzt? Ja, weil bei mir hat 0 Balken. Das ist so keiner interesting. Jetzt haben wir wieder 3. Okay. Hatten wir jemals 4 Balken? Ich glaube nicht. Gibt's den vierten Secret Balken nur, wenn man einen 2er LAN-Adapter hat? Also beide einen? Okay, ist es der Fahrstuhl zum Secret? Nee, wirkt nicht so. Wir haben ja noch ein paar Meter bis zum Ziel. Der nach oben vielleicht, oder? Ui. Wow. Oh. Das war jetzt fishy, aber. Alter, Junge. Das ist jetzt aber richtig schmutzig. Ja, okay, ist nochmal einer. Ja, wird es der sein. Ja. Huh. Ich wollte es knapp machen. Spannend, sage ich dir. Kein Leben. Obwohl, wir kriegen eins, wenn du jetzt geil bist. Junge, ich bin 24-7, Horny, hallo. Nein. wir haben es gegamed. Hat wieder nur halben, dreiviertel Part, keine Ahnung, gedauert. Oh, speichern. Ah, Candy Kong. Woo! Legal speichern. Geil, komm her. Warte, haben wir hier? Ja, Ausrufezeichen, okay. Oh. Sag, Candy, ich bin geil. Ich komme jetzt zu dir und dodge deinen Kuss wie ein Pro. Warte, mit welchem Sprung? Ich drück beide Knöpfe. Ich vergesse immer wieder, wo man hier. Immer diese Panik. 71, Alter. Letztes Mal waren wir bei 58, glaube ich. Ich weiß übrigens nicht, ob ich wirklich gespeichert habe. Ich gehe dir aber sicher und. Kenn ich. Mit dem Hüpfen mit B, okay. Okay. Also, das mit A ist ja dann bestätigen hier, okay. Poison Pond. Alter, das ist Cranky Core?
Mein Lieblingsopa nach meinem. Ah, Wasserlevel. Hm. Ist das denn ein Wasserlevel, bei dem auch mal ein Secret existiert? So, ich frag für einen Freund, ich guck mal nach. Ich glaube, du stirbst für ihn. Leon, das Level hat kein Secret. Es ist ja schön, der Teil hat einfach im Wasser keine Secrets. Ja, aber es ist echt merkwürdig. Das nächste Level hat, glaube ich, 2 oder 3, das ist ein Loren-Level, was noch kommt. Ah, das Problem ist natürlich dieser langsame, ich sag mal... Ich nenne es jetzt einfach mal fast schon Fehler... Oh Gott, was ist das denn? Ich nenne es jetzt einfach mal ganz komisch Autoscroller, ja. Ist vielleicht nicht die genaue Definition, aber... ja, es... Wenn man bis das Bild hier reinscrollt, ist halt doof. Wir sehen nicht so viel. Es ist ein langsames, träges Level oder allgemein eine langsame und träge Art von Leveln. Schöne Musik haben sie die ganze Zeit, aber... Hm. Oh Gott. Ja, ich glaube, der Marsch ist jetzt zu Leber Affenwurst verarbeitet worden. Ja. Wie kann man nur warten muss, bis er unten, bis er auf den Boden gefallen ist. Oh, Unterwasserlevel sind eine lustige Anlegenheit. Ich zeige jetzt, wie ein Speedrun von diesem Level aussehen könnte. Okay. Ich bin der Meinung, ich wurde nicht getroffen. Ich habe das umgedreht, right? Uiuiui. Bitte gib mir Zuspruch. Ich finde, ich wurde nicht getroffen. Also ich meine das ernst. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat es mir so ein bisschen in die Kappe vorne gesenkt. Ja, das war's, glaube ich, nicht wert. Nee. Die haben mir höchstens so ein bisschen vorne eine Kerbe in die Mütze reingemacht, aber mehr bin ich der Meinung nicht. Ich stimme dem zu. Ach, genieße aber die Musik und sei still. Ja. Okay. Nicht, also du darfst reden, aber ich bin jetzt still, meine ich damit. Okay. Ich auch. Ich hasse dich. Ich wollte gerade sagen, okay, bis jemand stirbt, dann wird wieder geredet. Also ich wollte es nicht sagen, aber ich hab's gedacht. Ich bin ruhig, bis ich nächstes Mal spiele und wenn ich spiele, bin ich ruhig. Ach, was tue ich? Warum bin ich... Alter, dieses komische dreckige Wasser hier macht mich ganz benommen, ey. Ja, stell mal vor, die Steuerung wäre jetzt links-rechts oder so. Aber invertiert. Das wäre schmutzig. So wie das Wasser. Und so schließt sich der Kreis. Sorry, war das laut? Ich habe einfach unter meiner Tastatur in das Ausziehfach geklopft mit den Knöcheln. Also. Ich kann meine Finger knacken, das müsst ihr hören. Mhm. Hier kommt eine Warnung, wenn ihr das eklig findet, dann... Okay. Uiuiui. Das ist basically dieses nicht ganz Spongebob-Knacken. Also in meinem Fall, also mit Spongebob meine ich, wo er sich die Finger gebrochen hat, wenn er, ne, du kannst schon dieses ineinander verschränken und von sich wegdrücken. Ich drücke die nur gegeneinander halt. Keine Ahnung. Das ist ab und zu ein Reiz. Deshalb war es jetzt so hardcore, weil ich es wahrscheinlich den ganzen Tag noch nicht gemacht habe. Aber meine. Ich habe das Gefühl, meine Hände verkrampfen sich aber, wenn ich das nicht irgendwie mehrfach am Tag mache. Könnte jetzt sagen, ja, vielleicht kriege ich davon irgendwie früh Rheuma oder sowas, aber ich weiß nicht, ob das so. Mir wurde mal gesagt, hör auf, du kriegst Rheuma. Ich weiß nicht, ob das wirklich bestätigt ist oder einfach nur Blödsinn. Bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Oder was meinst du? Dass man davon Rheuma kriegt oder sowas. Ich glaube, das ist. Oh Gott! Nicht gefährlich. Das war ganz schön gruselig mit dem Hai da oben. Aber es ist cute, wie der jetzt aber mitschwimmt. Schon so, ne? Ich kann meine Finger irgendwie gar nicht knacken lassen, selbst wenn ich es versuchen würde. Das sieht bei mir irgendwie mal nichts. Sei nicht böse drum. Das ist ja gefühlt bei mir auch eine Sucht. Das ist nicht angenehm. Also nicht immer. Das Gefühl ist, dass da so ein bisschen Druck von den Fingern runterkommt, der einfach irgendwie entweder da ist oder einfach eingebildet, also sich eingebildet wird. So ein Nocebo, I guess. Wenn das weg ist, ist es ganz angenehm, aber das Gefühl, die knacken zu lassen, ist auch nicht unbedingt schön, sag ich mal. Ich finde es ja auch wieder gleich, ich muss das gefühlt machen und ich weiß auch, dass das Gast zum Beispiel ultra eklig findet, wenn sie das. Also ich versuche das dann, wenn Besuch zum Beispiel da ist, das halt schnell, heimlich irgendwie, wenn keiner das wirklich merkt, weil ich weiß, das ist scheiße. Dass Leute darauf angeekelt reagieren. Ich kenne das auch so gut, weil wenn Leute das Genick knacken lassen, also das bin ich auch raus. Also bei mir ist das mit den Fingern, ich muss, aber Schulter, Genick knacken lassen ist dann für mich zu viel. Ich kann halt meinen Rücken manchmal knacken lassen, aber das ist nicht wirklich laut, das höre eigentlich eher nur ich. Das ist halt, wenn irgendwie der Rücken so verspannt wirkt und... Keine Ahnung, du übst irgendwie Druck drauf aus, lehnst dich so ein klein bisschen nach hinten und machst eine ruckvolle Bewegung von rechts nach links, bei mir zumindest priorisiert. Nein, nicht priorisiert. Favorisiert, wie auch immer, von rechts nach links. Präferiert, könnte man sagen, ja, meine Güte. Ja. Good job, by the way, so far. Ich glaube, da unten gibt es wahrscheinlich aber einen Decaf, hast du aber Bananen? Ja, okay.
Ich meine, du bist schon ein paar Mal für die Bananen gestorben. Might as well take him this time. Ui, ich mach sowas nie wieder. Obwohl da, hm? Ja, doch, noch. Ich seh dich da oben. Hi, Fisch. Hi. Hi, Fisch. Nächste Part wird begrüßt mit Hi, Fisch. Und herzlich willkommen zurück. Okay. Ja, oder auch nicht, das weiß ich nicht. Ich bin... Nein! Handel. Ich bin rausgetappt und ist gestorben. Oh, what? Da bist du... Vielleicht wieder gleich die Over, was ist denn da schon wieder passiert? Oh no. Kriege ich euch die ganze Zeit echt nur mit 4-5 Leben rum. Aber das ist halt so. Oh, was Klaus? Holy shit. Das Momentum nicht im Runter. Oh Gott, das ist risky gewesen. Nicht Risky Boots, haha. Die kenne ich. Sogar. Tot. Na, komplett tot. Das ist so ungerecht, das konnte ich nicht wissen. Ich würde gerade sagen, dass ich Risky Boots keiner hot finde, aber dann passierte das. Instant Karma. Nee, ich bereue nichts. Poison Pond. Ja, eigentlich müssen wir müssen auf nichts achten, einfach nur durch. Rushen wir. Das ist Rush Hour. Aha. Ich hasse meine Witze und dumme Bemerkungen selbst. Ich kann nicht. Wir haben gerade wieder die Things. Du bist da wirklich gestorben, oder? Ja. Weil bei mir ist halt DK so ein bisschen links-rechts geglitscht und dann war es doch immer down, oder? Es war kein Sterbesound da. Es hat sich angefühlt, als wäre es die Original ZSNSW-Erfahrung. Oh Gott. Die Originale. Die Experience muss man halt auch mal gemacht haben. Aber danach auch nicht mehr. Pupu. Pupu. Tot. Ich hasse Quallen. Einfach. Einfach die ekelhaften, Alter. Ah, Commentary. Ist glorious, Alter. Hier. Woo! Ach ja, ich weiß doch auch nicht. Es ist alles belastend in diesem Spiel. Hui. Das Wasser ist grün, ja. Es ist wirklich. Es ist. Ganze Industrieabfälle und die vergiftet und wir schwimmen da durch. Und den beiden macht das zwar nichts, wobei die natürlich die ganze Zeit atmen, wie auch immer die da unter Wasser atmen. Das ist aber immer so ein Thema. Aber das wirkt sich auf die Spieler drauf aus, right? Also. Glaube ich Leon halt auch. Er ist zwar im Game, aber Leon ist auch schon komplett schwindelig. Das Gesicht ist ein bisschen grün, die Nase ist blau. Ganz komisch. Quallen! Ja, und er wurde auch von der Qualle gegettet, die ich verabscheue. Oh, schön. Stark. Stell dir vor, ich würde jetzt instant sterben. Tja, fände ich nicht so schön. Lass mal. Waren wir schon beim Checkpoint? Nee, ne? Nope. Also. Ja, vorhin mal. Vorhin, aber ja. Jetzt halt noch nicht. Alter, ich. Die Quallen sind das Schlimmste. Oh, Kay vergessen. Mistviecher. Ja, jetzt soll ich am Spawn hochkommen. Aber ja, das ist egal, wir gehen einfach durch, es gibt nichts zu beachten. Stimmt, und, ich wollte ja Speedrun machen, ja. Tja, ja, ja. Checkpoint brauchen wir nicht. Da habe ich versehentlich den Checkpoint nicht mitgenommen. Ich will wissen, was hier unten sein soll. Tot. Oh Gott! Der macht dann basically das Level mit dem Free-Hit ein bisschen einfacher. Das ist wahr. Ich meine, es gibt ja kein Secret, also ja, er ist nicht mandatory. Ja. Ich meine, guck dir DK wie auf dem Schwert, wie es sitzt. Hihi. DK sieht eigentlich dabei ganz schön dämlich aus. Der ist eigentlich so, hä? Aber es ist halt unser Herz allerliebster DK, right? So ist er, unser Donkey. Ja, haha, oh. Unser Donkey. Ich bin jetzt mal gestorben. Okay. Ja, das ist so Free Hits, ey. Freelo! Toll, fantastisch. Ja, er hat uns in den Tod gebaitet. Das ist, wir betrauern noch heute unseren herzallerliebsten DK. Ich war zu langsam und ich habe Sprinten gedrückt.
sprinten, schnell schwimmen. Ongard, komm zu mir zurück. Ongard, komm zu mir zurück. Komm heim. Wo bist du? Na, das... Oh oh. Oh oh. Oh oh, okay. Keine Quallen, kein. Okay. Der wird schon zu Thunfisch verarbeitet oder so. Zu Thunfisch verarbeitet, ja. What the? Ihr habt das Muster nicht verstanden. Danke für diesen Pfeil. Wirst du nicht wo sonst hin? Boah. Ja, es war. Der Pfeil mattert da schon hart, weil Banana Arrows matter. Wow. Dark. Fisch. Leute, wie habt ihr eigentlich eure letzten Urlaubstage, Wochenenden, Ferien verbracht? Schreibt's in die Kommentare. Ja. We would love to see what you have to say. It's not always about us. Now this is an English channel. Help. All right. Leon is holding me hostage. Yes. Yes. Achso, ja, oben war ja nix, okay. Bunge. Hier gab's noch nicht diesen Charge, ne? Hatten wir, glaube ich. Nee. Ja, dieses Geduld. Okay, ich meine, es gibt ja auch keinen Grund dafür. Es gibt keine Unterwasser-Secrets, also. Eben. Ja, irgendwo ein Decaf. Unten, ja. So, jetzt gehen wir mal das Level durch, einfach bitte. Du kannst besser mit dem Fisch umgehen als ich. Ich bin besser im Umgang mit Fischen. Keine Ahnung. Also mein Opa hat ein Aquarium gehabt oder hat es auch immer noch, aber da habe ich nicht viel mit zu tun. Ich muss nur ab und zu ihm ablesen, wenn er das Wasser neu gemacht hat für den pH-Wert und so. Ja, aber frag mich nicht, ich weiß nichts. Ich mag das auch nicht so, wenn du dann siehst, da ist ein Fisch tot und du musst ihn rausfischen und so. Haha, Fisch. Dachte ich auch, Kat. Was ist das hier eigentlich? Wieso sind die Dinger auf der Stelle? Warum? Ich meine, klar, das hier ist so absolute Industrie, Müll, Deponie, Gift, Toxin, Pokémon, was? Gebiet. Ist klar, dass hier alles ganz schön crazy ist. Warum drehen hier Traktorreifen mit Spikes im Kreis? Leben. Wow. Okay, komm. Oh, es sind immer ganz schön viele Fische. Ich brauche ihn. Oh Gott! Ich brauche ihn nicht, dachte ich, aber du. Nein, warte, lass dich nicht baiten. Oh, jetzt habe ich aber auch ganz schön. Oh, das ist jetzt aber richtig schmutzig. Ja, also wortwörtlich als auch what the hell ist das? Ich glaube, okay, die Mitte ist safer als oben, oder? Oder meinst du, schaffst oben? Oh, gegamed! Pass auf, irgendwie eine Qualle oder sowas. Okay, nein. Oh mein Gott, war das ein stressiges Levelende. Hey, 100%. Warte, war ich cranky mit Coke oder Voice mittlerweile? Ja, ne? Ja. Okay. Aber die Folge ist vorbei. Okay, dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Jo! Ja, stimmt. Huch. Also, tschüss! Tschüss.